herzlich willkommen zu einem doppelten Gastabend. Herzlich willkommen, Petra Gangelbauer und Augusta Lahr. Guten Abend. Guten Abend. Ununterbrochen schwarz sehen. So heißt dieser Abend. Manchmal muss man ums Haus schleichen, um den Eingang zu finden. Schleichen wir also um den Titel dieses Abends. Im Vorgarten kann ich Ihnen schon einmal gestehen, dass so einschlägig dieser Titel auch klingen mag, er sich sowohl auf einem Band von Inger Christensen selber sehen möchte sich die Welt, als auch auf einen Lektüreband zu Ilse Eichinger ununterbrochen mit niemandem reden bezieht. Ich werde das später noch einmal aufgreifen im Gespräch nach den beiden Lesungen. So viel zum Vorgarten. Der Eingang aber ist immer noch nicht zu sehen, etwas ist zu hören, das ist Musik. Der Titel des Abends kommt ohne Subjekt aus und spricht im Infinitiv. Es ist eine Ellipse, eine rhetorische Figur, der etwas fehlt. Sehr wohl sehen wir geöffnete Fensterbalken, sehen, dass ich das Wort schwarz in Klammer gesetzt habe, weil ich damit etwas ansprechen wollte, was, wie ich meine, diese beiden heutigen Abendbücher verbindet. Also Aschengeheimnis von Peter Gangelbauer und Mitteilungen gegen den Schlaf von Augusta Lahr. Ich möchte mit Petra Gangelbauer beginnen. In Graz geboren, lebt sie als Autorin, Radiokünstlerin und Schreibpädagogin in Wien und in Burgenland. Alles weitere Biografische erspare ich Ihnen jetzt, weil eine schreibende Eule nach Graz zu tragen nicht wirklich sinnvoll ist. Veröffentlichungen wie der Gedichtband Gefeuerte Sätze oder auch Die Tiefe der Zeit, beide Bücher liegen auch dann am Büchertisch auf, erscheinen im Nachhinein bereits so, als hätte sie den nächsten Buchtitel bereits im Hinterkopf gehabt, Aschengeheimnis. Ein Band, der bereits auf dem Cover festhält, dass es sich um einen Lyrikzyklus handelt. Im Kopf verbinde ich also Asche mit Lyrik und Geheimnis mit Zyklus und korrigiere mich sogleich, denn Asche und Zyklus wäre doch das natürlichere Verhältnis, wie auch Lyrik und Geheimnis. Allerdings, das wäre nichts Neues. Und ich vertraue mich wieder dem Buch an, so wie es da eben geschrieben steht. Geteilt in zwei große Kapitel, fallende Bilder und Angstauge und einem Eingedichtkapitel, die Tage setzen uns wieder zusammen. Die Binsenweisheit lautet, alle Gedichte enden mit Worten. Mit einer letzten Zeile. Hier, in diesem Band, enden sie mit einem Doppelpunkt. Altgriechisch Kolon, Glied eines Satzes. Bei diesen Gedichten erscheint er als Rudiment, als Stummel, als möglicher Schaft, auf dem eine Prothese angebracht werden könnte. Ein weiterer Arm ins Leere. Denn es bleibt jedem Gedicht in diesem Band viel Spielraum nach unten. Sprich, der Band ist großzügig gestaltet und meine beinahe Gangelbauers Gedichte sprechen gerade da eine deutliche Sprache, wo nichts steht und einem doch in den Sinn kommen muss, dass nach oben hin kein Spielraum ist. Und wir den Boden längst verloren haben. Fallende Bilder, tote Tiere, ein lyrisches Ich, unterwegs mit geschlossenen Augen, dort, wo kein Hindernis mehr ist und den Seelen das Ventil gezogen wurde. Die Nacht zum Ufer wird und das Leben selbst nur mehr ein Kaltdunkel der Fakten ist, wie sie schreibt. Zwei der stärksten fallenden Bilder sind für mich Rufen die Stimmen aus dem Turm der Köpfe. Und zum Teig werdend geht die Welt. Selan, also hört man da, wer knetet uns wieder? Das schmeckt, wie ich meine, nach Frau.
Wie in diesen Gedichten sind wir die Zeitzeugen des Verschwindens. Hegel also hört man da und seine Furie des Verschwindens. Bei Gangelbauers Gedichten ist die Furie ein Geschoss und die Sprache eine Furie aus Mustern und Buchstaben und Sätzen, und wir gehen als letzte bittere, dunkle Pointe nicht einmal mehr zugrunde. Nicht einmal mehr müde zu sein oder zu verschwinden ist angesagt. Selbst Heidegger hat sich hier erübrigt, wie bei Kafka der prometheische Fels. Wohin aber gehen wir dann, wenn nicht mehr zugrunde? Gangelbauer schreibt, wir gehen durch. Die Welt ist ausfantasiert. Benjamins Engel, der Geschichte, entsprungen Klees Angelus Novus, einem Engel aus dem Vorzimmer der Engelschaft, hier ist er nur mehr ein Angstauge, das vor uns hergeht und zumindest, so entnehme ich es, diesem Gedichtzyklus, eine Welle an Fragen, ich frage mich etwa, ob das Angstauge auch ein Argusauge sein könnte, aufpeitscht, die sich schließlich auch bricht, diese Welle, an einem Du und dem Einholen des Zyklischen. Der Tod endlich wieder als Tod. Ist das das Geheimnis dieser Gedichte? Und ist das jetzt ein Trost? Und ist das Geheimnis gelüftet? Bitte, Frau Gangelbauer. Herzlichen Dank für die schöne Einführung. Aschengeheimnis besteht aus drei Abschnitten. Der erste Abschnitt, wie schon erwähnt, lautet fallende Kinder. Beim Anblick der Anmut toter Tiere, die Flügel, die schreienden sich hegen, verklingen im Knacken der Hufe, der stürzenden Hälse. Giraffen wie Berge, die einbröckeln, ganz eingeknickt und eingebrochen, wie im Film über das Sterben durch Schüsse. Und selbst bewege ich mich kaum, also schlafend wie im Dort und mit geschlossenen Augen. Dort, wo sich aber nur und ganz vielleicht die Welt neu erfindet. Wo alle Namen verlustig gehen, kein Hindernis mehr, und die Ventile stecken nicht mehr in den Seelen, die Panzer erweicht und gelöscht, aus den Bildern gefallen. Dort fliehen die Machtwörter vor der Bodenlosigkeit des Wesenhaften. Hinterlassenes und Geständigkeit schimmern im Reglosen der Sprache der weißen und pastellernen Auflösungen. Die Nacht wird zum Ufer, zum doppelten Boden der Notgeplagten, die panchromatisch entgleisen auf ihrer Bahn, die vorgibt, das Leben gewesen zu sein. Eine Starre, ein Kaltdunkel der Fakten und täglichen Irrwege. Der Erde entrissen und wie von Sinnen die Dur und die Moll, der Wälder, der Felder, der Wasser und hin und her gerissen der Schrei und das Schweigen der Tiere, der Pflanzen, Planeten. Die Tage vergehen im Ungewissen der Bilder und Kriegsversehrten.
Schmerzen, schwillt das Meer und das Land als Aschengeheimnis ins Leere geschossen, der Weg und das Ziel. Und suchen die hinter Gittern das Leben jenseits der Welt und träumen sich weg aus dem Irren, Sinn. Sind die Blitze aus Angst und aus Schatten die Herden, ziehen sich zurück, werden kleiner, Versuch und Kaninchen. Turm der Köpfe, die Risse in ihnen wie Täter der Seele, der Haut und der Knochen, hofft es sich zwischen Stroh und den Halmen, in der Tiefe des Grabes, die Sonne ist noch eine halbe Scheibe. Geheimnis auf ernüchterten Wegen, die gegeneinander und wie Geschützgebell der Anfang, das Ende. Entfernte zerfallen die Länder unter den Mächtigen, dem Hagel der Sprache, sprachloser Nichtatmer. Als Ereignis aus Zufall schießt ein flammender Finger und entvölkert das Land, den Findling. Und er kommt nicht vom Fleck. Zum Teig werdend geht die Welt. Aus den Fugen geraten, schlürfen die Letzten den Regen der Unausweichlichkeit. Die falsche Trauer bleibt, das Licht nicht. Die Zeitzeugen des Verschwindens spielen ihr Stück, ein Graus aus Leergefegtem, und alle haben ihre Federn gelassen. Im Aschenhaufen funkelt es. An den Wolken vorbei dunkeln, also den Fluchtweg betreten, im Luftleeren der Farbfetzen, aus Körpern und Geschichte, aus rasenden Erinnerungen, als wäre das alles nie gewesen, nicht einmal hinter den Himmeln, den Schleiern. Der Kampf geht nach innen, steckt tief im Fleisch der Erde und krallt sich fest an den Flammen. Die Angst vor dem Feuer ist weiter als Kleider oder falsche Erzählungen. Die Erzähler tragen den Kopf gerade und über den anderen und weiter noch über dem Wasser, das steigt und die Sätze ersäuft. Die bis ins Letzte zerstreckten Gedanken kurz vor dem Zerfall der Bücher, Welt. Die Last des Vergessens bedrückt und beflügelt uns. Wir greifen zu verformten Mitteln aus falschen Fährten und Explosionen, verlesen uns und gehen nicht einmal zugrunde. Wir gehen durch verrückt gewordene Inszenierungen, taghelle Täuschungen, wiederholen wir uns selbst im Gezeter der leer gewordenen Sonne. In der Mitte des Buchs ist eine schöne Arbeit, nicht von mir.
Geschichten heißt Angstauge. Angstauge ist vom Duktus her ein bisschen anders. Nicht expliziter. Die Sprache implantiert, sie induziert, inhaftiert. Wie ein Geschoss, das aufgeht, Furie aus Mustern von Buchstaben und Sätzen, aus Grauen und Angst oder Machtherzen. Diese Tag- und Nachtwache und jene dazwischen. Die Wörter haben ihre Seele verloren, die Menschenmaschinen. Nicht lebend, nicht tot. Keine Ordnungen des Tages und der Nacht. Wir abgeschleppten Planeten, wir ohne Antennen, wir sind nicht einmal mehr Fluchtformeln, die Welt um uns ausfantasiert. Der universale Schotter trifft uns nicht einmal mehr. Die kosmische Strahlung erhitzt sich an uns zu Tode. Unter unseren Masken schlummern gefährliche Übergänge. Wir bewegen uns weglos, geisterhaft, mit unseren Spiralarmen. Morgenröte ist Schamesröte, aber nur in der Erinnerung des Himmels. Das Angstauge geht vor uns her. Du filterst Gedankensignale, machst Löcher in Köpfen und Nerven bangen. Du kaltstarrt und Grabesstille, du Versuchung und bitterböse Form des Gehorchens. Nicht lebend, nicht tot, schwarz steht dir alles gegenüber, gepixelt, unentschlüsselbar. Du gehst nachts irrend ums Haus und lautlos brennt es in dir als technisches Gewitter. Wenn du mich überblendest, wenn du deine Invasion betreibst, bin ich dann nur noch Glied einer Serie von erschöpften Wörtern, nicht lebend, nicht tot. Die Tage ballen sich zusammen. Wir stürzen beinahe durch uns hindurch. So leer und kalt ist die Welt. Die Kleinen unter uns fragen, die selbsternannten Antworten. Und du bist immer schon ich, also niemand. Damit's nicht zu viel Schwarzsehen ist, darf ich einen Schwenk machen? Ich habe mich erkundigt, ich darf. Und ich lese noch ein paar Gedichte aus dem Kuiperband Wasser im Gespräch, der ja hier in Graz auch veröffentlicht wurde. Der zweite Teil von diesem Band sind Pflanzen- und Mondgedichte und der zweite Teil sind eben die Pflanzengedichte. Und da habe ich versucht, Pflanzen zu übersetzen oder ihr Wesen, ihre Wesenhaftigkeit zu übersetzen. Zügig folgt jede Regung dem zitternden Objekt, befiehlt sich selbst dem Überfall bei Tageslicht. Die fliegende, zahm gewordene, feuerrote Zwischenzeit. Mein Klatschmohn-Gesicht. Wärmendes Lila, Schaum in Trauben, trägt temporär die Überwindung der Kälte in sich, die Tilgung der Strömung. Heftiges streckt seinen Duft raffiniert ins Nachmittägliche als Gefühl. Mein Salbei-Gesicht. Strichelung, Bündelung, gleißende Verschwörung.
Verschwörung als grünender Jurtenschaft oder variantenreiches Herumstochern in der Luft, Alleinheit und Vielheit, so gefasst in der Landschaft. Mein Grasgesicht. An der Furt zirpendes, lustiges, gelbbebendes, üppiges, die Käferherde als notorischer Erduntergriff und streichende Beinschmeichelei. Mein Butterblumengesicht. Seufzt aviatorisch und holt die Felder ab, als Puls, als Verlangen. Und hundertfach führt es sich im Schilde, erobert die Füße. Mein Brennnessel. Gesicht. Tiefer Ton, also Flug der Torsi. Es rauscht im Blatt, im Aufgeblühten wie im Kopf. Von nichts bewegt es sich und alles schaut, alles verfremdet, das nächtliche Auge. Mein Tollkirschen Gesicht. Vielleicht noch zwei, bitte. Zittert Rege in der Farbe der Korallen, der Wuchs als Kraft, Pixel und ächzender Himmel. Dieser Tag, diese Hülle und andere Gerüchte, Früchte, Gerüche. Mein Vogelbeergesicht. Unbeschreiblich lebendiges Bewusstsein und Szeneneigenschaft blickt und wildert als klassisches Windverhältnis. Mein Birkengesicht. Dankeschön. Salah vorstellen. August Salah ist Dichterin und Musikerin, lebt bei München und in Wien und hatte eine unerwartet lange Anreise. Schön, dass Sie da sind. Sampled und mixt als DJ, arbeitet interdisziplinär. Ihre Dichtkunst und ihre Musik sind innig verwandt und stehen in vielfachem Austausch miteinander sowie mit anderen Gattungen, etwa dem Film. Buchtitel wie Avec Beat, erschienen 2020, hält die Musik bereits im Titel präsent und der Untertitel präsentiert Kurzformen, Mischungen, Loops. Drei Wörter, die ohne Beistrichtrennungen gleichwertig nebeneinander stehen. Auch im aktuellen Buch, aus dem sie heute liest, meidet sie das Wort Gedicht und wählt für ihre Verquickung von Text, Rhythmus und Musik die Gattungsbezeichnung Träume, Lieder, Skizzen. Es heißt, dass alle Künstler den Zustand der Musik anstreben würden, vielleicht weil ihr der Inhalt die Form ist, da wir eine Melodie nicht so zitieren können wie die Grundzüge einer Erzählung. Dichtung wäre aber dazu eine Art Hybridkunst. Die Unterwerfung eines Wortes unter einen musikalischen Endzweck. Nehmen Sie das Wort Schlaf. Das Wort selbst ist wie Schlaf. Natürlich sind nicht alle Wörter echte Wörter. Doch das Wort Schlaf ist es allemal. Nun ist dieser ganze Gedichtband aber keine Skizze, kein Lied über oder kein Traum von Schlaf. Hier hält sich eine Dichterin den Schlaf vom Leib, schreibt an gegen die eigene Schlaflosigkeit, schreibt Mitteilungen gegen den Schlaf. In diesem halbwachen und schlaftrunkenen Zustand
entstanden all diese Gedichte. Gedichte, die wir verstehen können, die wir verstehen müssen, weil sie uns hin und her wälzen, wie wir es auch tun, wenn wir keinen Schlaf finden. Dann bloppen bei diesen Gedichten Bruchstücke von Melodien und Liedtexten, Filmeindrücke, Traumfragmente, Ängste und Sorgen auf. In der Erinnerung, im Graubereich von Wachen und Schlafen, Schlafen und Wachen und fügen sich zu etwas Neuem zusammen, zu eben Träumen, Liedern, Skizzen. Also zu einer Mischung aus Poesie, Musik und Malerei. Vergebliche Versuche, sich vom eigenen, schlafbedürftigen Körper abzulenken. Letztlich vielleicht vom eigenen Tod. Und auch Augusta Lars Gedichte beginnen da und dort an eine schreckliche Unsterblichkeit zu glauben. Ich frage mich also, ob ich das auch tun würde, wenn die Nacht, wie Augusta Lars schreibt, nach Wartezimmer schmeckt und ich beim Lesen der Gedichte das Gefühl nicht fortbekomme, ich zitiere, morgen früh, wenn Gott uns so will, dass ich todmüde bleibe. Viele Gedichte führen Selbstgespräche in diesem Band mit vielen fremden Stimmen. Stimmen von Dichterinnen oder Musikerinnen und Fußzeilen gibt es oft. Zitatzeilen mit dazugehörigen Namen, also mit Liedtiteln oder Liedzeilen oder Zitaten von Dichterkolleginnen, die sie uns hoffentlich dann noch vorstellen wird. Dennoch frage ich mich, was wird aus einer oder aus einem, wenn man kein Auge mehr zudrückt? Beginnt man wie Augusta Lahr dann in den Nächten zu malen, mit Eyeliner und Wimperndusche? Im Dunkeln und das mit der linken Hand? Das frage ich mich, weil der Band von 9 Nachtskizzen, also von 9 Zeichnungen der Autorin, unterbrochen wird, gefolgt von je einer Nachtskizze, einem kurzen Notat, oft bruchstückhaft und rätselhaft, aber stets, ich zitiere, oberhalb der Schlaftangente, nur eben ohne den Schlaf. Und eine Tangente, das weiß man noch, ist eine, die etwas berührt, in der Geometrie und hier vielleicht der Punkt, um den eine im Kreis läuft, weil sie keinen Schlaf findet. Eine Tangente ist aber auch ein Metallteil, ein schmaler Metallsteg oder auch Holzsteg, der eine Seite anschlägt, ein sogenannter Tangentenflügel. Am Flügel Frau Lahr. Ich freue mich auch sehr, dass wir eigentlich ganz unverhofft Verlagskolleginnen geworden sind. Ich wollte auch schon lange mal mit Petra lesen, das hat irgendwie bis jetzt nicht geklappt und ich freue mich ganz besonders. Also die Gedichte sind tatsächlich in schlaflosen Nächten entstanden. Einfach aus Verzweiflung habe ich die angefangen. Aber das soll nicht heißen, dass es nur verzweifelte Gedichte sind, sondern das war halt einfach der Gemütszustand. Und entweder man schaut ständig irgendwelche grauenhaften Serien an oder man schreibt halt mal ein Gedicht. In der Nacht. Egal, was da rauskommt, es kommt immer was anderes raus als tagsüber. Die Nacht ist schon ein ganz, ganz eigener Bereich. Ich fange an mit Schlafwache. Der Trick ist, dass du nicht einschlafen kannst gegen nach innen gedrehte Flusslandschaften. Du musst den Karren ziehen mit dem Klavier am Anschlag. Blechtasten hämmern dich in Stücke und du schläfst immer noch nicht. Du hast keinen Platz im Drahtgeflecht bei den Notenflusen, den Drehzahlen. Wie vom Buschwerk, vom Schummern,
bis der Hund um die Gräser streicht, die Plastiksäcke mit Phantomresonanz. Wie wird der Schlafrand bewacht? Auf den Monitoren die roten Spots, weiter oben tönt das Lied vom sanften Reh. Das ist das Intro sozusagen. Und wenn du nicht schläfst, am trüben Weiher stehst, in dem deine Mutter beinahe ertrank als Kind, Bücher schleppst, Büchergestelle und das Splittern von Glas auf der Brust, mit Nägeln in den Beinen als Bremsen, eine Höhle suchst für den brennenden Arm, Leuchtstoff für die Zündung und die elektrische Eisenbahn, ratatatatata. Dein schiefer Rücken, offen wie ein Autodach, schreit, hetzt, ist nervös. Die blutige Wunde vom Schneiden der Hände an den Fenstern, das Fiepen der jungen Eulen. Probier mal das. Gedichte schreiben ist einfach, wenn du Schlaglöcher setzt anstelle von Wörtern. Niemand ist da, der dich hört, dein Herz schlägt zur Decke und du schwitzt das Gerüst aus dir heraus. Am Morgen stranden die Schiffe, fahren durch die Vorhänge, kentern an der Bettkante. Die Geisha im Fensterbrett mit Zigarette bläst dir Rauchwolken ins Gesicht. Du pflügst durch die Buchten im Sturm. Die Wörter funkeln streng wie Malachit und du denkst dir Namen aus gegen die Vertikalspannung für Teen Angst Poesie. Spearful, dearful, tearful. Als ich vom Fliegen träumte, im Beobachtermodus, startklar über der Bettdecke, das Flugeis, die Schneise, das Loch in den Himmel und praktische Übungen aufwärts geschnallt. Vergiss nicht das Bewegen der Arme rechts und links, zwei Wahlverwandtschaften, Fehlstarts und Treibsätze räumen das Feld wie Zirkusclowns. Rechte Hand flip, linke flop und dann klatschen und lachen wie geplant. In der Luft sollte das sein oder vielmehr in den Lüften. Ritenuto assai. Hier am Boden hast du keine Zukunft. Die Gärten berauschen sich ohne dich. Umhergehen nachts die blauen Bäume, die blauen Bälle, die Halogenlichter, eine Coverband spielt, Blue Eyes crying in the rain. Ich weiß immer weniger, ich erinnere mich nicht mal, was tagsüber war. Wenn die Nacht einfällt mit Geistermusik und stinkendem Fisch aus dem Müllcontainer, blue, blue, blue oder ähnlich wie du. Das ist eine der Zeichnungen mit Wimperntusche. Anweisung zur Schlafhygiene. Schlafpaste, Pastille. Halbwach im Schlafkarussell nachts. Kriechen, miauen, Brad Pitt in den Schlafwagen verfolgen, durch Schlaffenster La Paloma als Schlaftrack in Dauerschlafschleife. Schlaftorten werfen an Schlafwände in Schlafgesichter, vom Schlafbaum fallen immer wieder im Traum. Die Schlafschatten an der Wand nachzeichnen in Echtzeit. Die Schlaftreppe zertrümmern im Schlafhaus, Elternhaus. Dich hin und her wälzen, dich hin und her wälzen. Schlafwandeln in Zombie-Filmen und immer wieder von vorne. In ausgestorbenen Vororten Schlafschallplatten kaufen, das lebende Schlafloch, das Schlaflos erfinden. Halbschlaf, den Traum auf die Lichtreflexe legen. Sprich mir nach, ohne dich ist es nur halb. Die Katzenliebe als Gesellschaftsspiel und gab es genügend blaue Orchideen?
Die Wörter verlieren sich in der Wundertüte. Das Freizeichen, Shana-na-na-na-na. Mon chéri, kaum zu glauben, dass du existierst. Das nächste Gedicht heißt Dysnomia. Dysnomia ist der einzige bekannte Satellit des Zwergplaneten Eris. Der ist noch nicht so lange entdeckt. Und Eris hat den Namen von der Göttin Eris. Das ist die Schwester des Ares in der griechischen Mythologie, ist die Göttin der Zwietracht und der Gesetzlosigkeit. Die Schneekugel schütteln als System von Transmittern durch den Halbhirnschlaf. Die Grunddynamik ist halb aktiv auf ein Ziel hin durch die Wolken brechen. Mit der Leuchtkraft von Selbstinduktion durch die Tiefen der Dysnomia-Achse. So flimmern die Staubringe auf den Lichtungen extrasolarer Monde wie unhörbare ekmelische Filmmusik. In der Schlafpause stehst du am extraterrestrischen Ozean, die Satellitengalaxien der Milchstraße ziehen an dir vorbei. Hellwach. Die Nacht in den Farben blau, grün, bleu, bleu. Und du suchst in alten Ordnern nach dem Abiturzeugnis. Den Randbemerkungen der Lehrer, zitterst vor Müdigkeit, träumst vom Zittern. Die Spieluhr dreht sich, dreht sich, dreht sich. Und du suchst nach Zen-Übungen, nach Filmen, die du alle schon kennst. Du sprichst im Schlaf, du wachst auf viel zu früh mit dieser Songzeile. Davon bleibst du hellwach, genau davon. Lobgesang, die Andachtsbilder machen Mut zum Aufheulen gegen die Armutsbeschaffung, die schöne, heillose Welt. Wenn Gott uns so will, blass wie sein Bild, investiert in die Ameisenstädte, die Festplatten, die Hymnen, die Geister in den Wäldern. Vögel wirbeln im Kreis, die Frau macht Männchen und bringt den Mistkübel raus. Morgen früh, wenn Gott uns so will, 83 Tonnen Plastikmüll in Sihanoukville. Das in eine Stadt in Kambodscha, da ist vor allem der deutsche Plastikmüll deponiert. Nachtschatten, wo das hingeht, sagst du, sprichst Sätze vom Nachtufer, Silbenäste, atropisch aufgehellt, Herzwürmer. Was du sprichst, wo das war, rastlos vor Monochromie und der Geschmack von Salz, was du vom Traum weißt, vom Schlaftakt und davor, sind die Sätze brutal, die lange Schere des Traums. Sind die Sätze banal, ist wenig Geschnittenes da. Du hast sie vergessen und bist zu müde, Ufersegler, die Frage zu wiederholen, wo das hingeht. Einatmen. Der Schlafakt als verdichtete Atmosphäre. Jeder Augenblick inhaliert den nächsten bis zur Transparenz. Du machst so weiter, ziehst Energie aus der Verschmelzung von Atemfrequenzen. Ein Taschentuch löst sich von selbst aus Blattrispen. Flieg davon wie in echt. Mitternachtskonzert. Maurizio Pollini spielt Beethoven
im Herkulessaal der Residenz. Du sagst, vielleicht ist das sein letztes Konzert, wie eine Übung für die größeren Veränderungen. Deine Mutter geht ins Krankenhaus, du spürst deine Finger nicht. Dein Schlaf ist wie die Bücher am Bett, vermoost, verstruppt, schief. Die Musik ist dicht und karg mit Rüschen versetzt, wie der Schlaf deiner Mutter. Haben Sie noch ein bisschen Muße, was zu hören? Ja. Gut. Schauen wir mal hier. Genau, dieses heißt Angel Dust. Da, du, da, die Rover-Töne vom Mars. Du hörst Punkte, Spitzen, Rauschen, Zkrz. Siehst Schiffe, Maserungen, Material, wie in der letzten Science-Fiction-Serie und deine Enttäuschung über das Ende. Obskur, psychedelisch, mit Nancy Sinatra und Lee Hazelwood, Some Velvet Morning. Dein Leben, eine Seefunkantenne, dein Schlaf, wie Ecken stehen unter Fenzyklidin. Was machst du im Traum? Warum kannst du lieben? Warum erlebst du das alles? Die Übersetzung von Schlaf in Klopfen? Ein Sandwich aus Zucken und Krach, die Übersetzung von Wach in Weh und Ach, Klarträume von deiner Mutter, wie sie von der Oper kommt, nachts an deiner Bettkante sitzt, im geblümten Samtkleid und weint, dir die Geschichte erzählt von Madame Butterfly. Ein Bumerang löst sich aerodynamisch, halluzinogen, schmerzstillend, euphorisierend, kommt zu dir zurück, obskur psychedelisch, some velvet morning when I'm straight, I'm gonna open up your gate. Zu Hause, es gibt keinen Trost im Swimmingpool. Alles, was in den Ästen sein wird, in den Ästchen, in den Hallräumen, im Kinderzimmer, Stroh und Heu. Timeline, Echofluff. Die Auflösung in der Hosentasche. Fallen, sagt das Auto im Traum. Nimm mich mit zum Fallen um die Ecke. Huh. Wenn Hermine Granger das für Elise-Thema intoniert in den Heiligtümern des Todes. Nimm mich mit zum Schlafen. Wie eine Leuchtkugel, wie eine Küchenschabe, zum Fallen nach Hause. Danke.